circa 65 Millionen Jahre. Vor circa 65 Millionen Jahren gab es diese Hügel noch nicht. Hier war nur Meer. Die Hügel haben sich durch die tektonischen Verschiebungen dann im Laufe von Millionen von Jahren erhoben und wurden von den Witterungseinflüssen modelliert. Wir befinden uns hier in der Mitte des Conegliano Valdo Biadene, ein Konglomerat kalkhaltigen Ursprungs, das für in der Nase komplexe und mineralisch schmeckende Weine ideal ist. In diesem Moment stehen wir in den Feletti. Dieses Gebiet ist berühmt für die roten Böden, die für fruchtige und harmonische Weine ideal sind. Jetzt sind wir im Cartizze. Das ist Mergelboden, ein für blumige und würzige Weine ideales Sedimentgestein. Ecco, adesso addentrandoci maggiormente nel vigneto, sono vigneti. Reden wir jetzt vom Weinberg. Es gibt Weinberge, die in einigen Fällen 80, 100 Jahre alt sind. Weinberge, in denen eine reiche Biodiversität herrscht, denn diese Rebstöcke unterscheiden sich fast alle voneinander. Es handelt sich um geschichtsträchtige Reben, deren Wert das Konsortium vor circa 15 Jahren verstanden hat. Man begann dann, sie zu erfassen und zu registrieren. Um die genetische Biodiversität dieser Weinberge zu erhalten, entnehmen wir einige kleine Teile dieser 100-jährigen Pflanzen und ziehen daraus junge Pflänzchen mit dem Ziel, das genetische Gut dieser fantastischen Weinberge zu erhalten. Hier befinden wir uns in dem jungen Weinberg, der aus den alten Mutterpflanzen entstanden ist. Diese jungen Pflanzen sind die Mutterpflanzen, durch die diese Rebstöcke fortbestehen werden. Die üppige Verschiedenheit bei Pflanzen und Blumen in diesen Weinbergen ist der Spiegel eines aufmerksamen Umgangs mit der Umwelt und zeigt deren Qualität. Im Wein steckt auch die Landschaft und das Schöne ist immer mit dem Guten verbunden. Der Weinbauer ist hier nicht nur ein Meteorologe, sondern auch ein Landschaftsarchitekt. Und die Muster, die er in diesen Hügeln hat entstehen lassen, diese unterschiedlichen Anlagen der Rebzeilen, die unterschiedlichen Formen der Weinberge, haben eine Landschaft geschaffen, die sicher einzigartig und wieder einmal unnachahmlich ist.